Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Manchmal entdecken Forscher und Wissenschaftler etwas Faszinierendes. Oftmals haben sie auch Objekte oder Artefakte entdeckt, die tatsächlich die Geschichte verändert haben. Manchmal werden auch sehr gruselige und mysteriöse Dinge gefunden. Heute werden wir euch 10 davon zeigen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Im März 2019 ging ein Mann namens Michael Johnston in der Nähe des örtlichen Otago-Flusses in Neuseeland spazieren, als er plötzlich 5 riesige Fußabdrücke vor sich auffand. Er ahnte nicht, dass er gerade über etwas sehr Altes gestolpert war. Es handelte sich um 5 Fußabdrücke, die in einer Art Lehm eingebettet waren, und da er keine Ahnung hatte, was es war, meldete er seine Entdeckung dem örtlichen Museum. Es stellte sich heraus, dass die Fußabdrücke dem Moa gehörten, einem riesigen flugunfähigen Vogel, der vor etwa 12 Millionen Jahren auf der Erde lebte. Der Moa-Vogel ist eine Art, die nur in Neuseeland vorkam, als sie noch nicht ausgestorben war. Sie erreichten eine Höhe von 3,6 Metern und wogen etwa 230 Kilogramm. Ein Naturwissenschaftler namens Kane Flurry vom Otago-Museum begleitete den Mann, und als sie an der Fundstelle ankamen, fanden sie tatsächlich noch 2 weitere Fußabdrücke, also insgesamt 7. Was ein Erlebnis! Nummer 9. Du hast diese Maske aus dem 16. Jahrhundert sicherlich schon oft in Filmen oder anderswo gesehen. Diese Maske gehört damals im Mittelalter zum Pestdoktor. Lange bevor moderne Ärzte die chirurgische Maske benutzten, die sie heute benutzen, erfanden sie diese gruselige Maske, die denselben Zweck erfüllte. Im 16. Jahrhundert gab es eine Theorie namens Miasma-Theorie, die besagte, dass Menschen aufgrund von schlechter Luft oder Miasma krank wurden. Aus diesem Grund wurde die Maske des Pestarztes so gestaltet, dass sie die Luft reinigte, die der Träger einatmete. Als dann irgendwann neue und bessere Masken entwickelt wurden, trug diese ominöse Maske niemand mehr. Aber es gibt eine Maske in diesem Stil, die heute noch existiert. Tatsächlich soll es das allererste Design sein. Diese Maske wurde von einem unbekannten Mann gefunden. Sie wird heute im Deutschen Medizinhistorischen Museum ausgestellt und aufbewahrt. Die Maske hat eine lange Nase oder einen Schnabel, der getrocknete Blumen, Kräuter und andere Materialien in sich hielt, um die schlechte Luft fernzuhalten. Nummer 8. Eines der geheimnisvollsten Materialien der ägyptischen Religion ist das Buch der Toten. Eine Sammlung von Zaubersprüchen, die den verstorbenen Seelen auf ihrer Reise ins Jenseits helfen. Die Ägypter glaubten fest an ein Leben nach dem Tod. Die Seelen der Ägypter müssen sich auf die Suche nach der Halle der Wahrheit machen, und auf ihrem Weg dorthin begegnen sie verschiedenen Göttern und auch Herausforderungen. Das Buch der Toten enthält die Antworten auf diese Herausforderungen, was für das Finden der Halle der Wahrheit unbedingt notwendig ist. Dieses Buch wurde 1888 gefunden und ist heute im Britischen Museum anzuschauen. Experten haben diese Art von Büchern schon früher gefunden, oft in der Nähe von ägyptischen Gräbern. Es scheint, dass auch dieses mysteriöse Buch nur speziell für jemanden geschrieben wurde, der es sich tatsächlich auch leisten konnte. Nummer 7. Wenn du den Film Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels gesehen hast, dann weißt du sicherlich bereits, was ein Kristallschädel ist. Kristallschädel sind menschliche Schädel, die vor tausenden von Jahren von alten Zivilisationen wie den Mixteken, Mayas, Tolteken und besonders den Azteken geschaffen wurden. Aufgrund ihrer Altertümlichkeit werden Kristallschädel in vielen Museen auf der ganzen Welt ausgestellt. Die meisten dieser Schädel tauchten im 19. Jahrhundert auf. Viele dieser Objekte wurden auf der ganzen Welt ausgegraben. Dies machte Experten natürlich sehr, sehr misstrauisch. Denn warum tauchten Kristallschädel plötzlich aus dem Nichts auf der ganzen Welt auf? Sie beschlossen, einige dieser Artefakte zu testen, und es schien, dass nicht alle von ihnen wirklich echt waren. Tatsächlich waren diese Kristallschädel sehr begehrt, weil man glaubte, dass sie heilende Kräfte haben. Es gibt tatsächlich auch sehr viele Verschwörungstheorien über die Kristallschädel. Manche glauben sogar, dass sie etwas mit der verlorenen Stadt Atlantis zu tun haben könnten. Nummer 6. Die Größe dieser Blume allein ist schon erschreckend genug. Aber die Person, die sie zuerst fand, erkannte ziemlich schnell, dass die Blume auch giftig war. Es handelte sich um die Rafflesia-Blume, die auch als die größte Blume der Welt bekannt ist. Es gibt 28 Arten davon, aber die größte, die jemals entdeckt wurde, hatte einen Durchmesser von etwa 120 cm. Die größte der Arten ist die Rafflesia arnoldii, die manchmal krasse 10 Kilogramm wiegt. Die Blume ist auch als Parasit bekannt. Sie trägt keine Blätter, Stängel oder Wurzeln. Diese Blüten haben auch einen sehr stechenden Geruch, den sie abgeben. Diejenigen, die der Blume in den Wäldern von Indonesien, Malaysia, Thailand und den Philippinen begegnet sind, sagen, dass sie wie verrottetes Fleisch riecht. Es ist auch am besten, sich von dieser Blume fernzuhalten, weil das Berühren der Blume zu Hautreizungen oder einer allergischen Reaktion führen könnte. Nummer 5.
Dieses 12 Meter lange und 2,7 Meter hohe Skelett eines Drachen wurde eines Tages von einem Mann gefunden, der in aller Ruhe am Strand spazieren ging. Es wurde in Charmouth Beach gefunden, einem beliebten Strand an der Sandküste Englands. Viele dachten, dass es angeschwemmt worden war und dass dies möglicherweise der Beweis dafür ist, dass Drachen wirklich existiert haben. Leider wurde bald klar, dass es sich nicht um einen echten Drachen handelte, sondern um einen cleveren Marketing-Gag von Blinkbox, um die dritte Staffel der Serie Game of Thrones zu bewerben. Wie auch immer, wenn man das nicht wusste, muss es ziemlich gruselig gewesen sein, plötzlich auf so ein Drachenskelett zu stoßen. Was ich mich jetzt frage ist, ob Drachen wirklich jemals existiert haben? Was meint ihr dazu? Lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Nummer 4. Vor etwa 2000 Jahren hatten die Iren eine ungewöhnliche Art, Butter herzustellen und auch haltbar zu machen. Sie füllten die Butter in einen hölzernen Behälter und vergruben sie dann in Sümpfen. Damals verwendeten sie noch kein Salz als Konservierungsmittel. Sie zogen es vor, die Butter in einer sauerstoffarmen, kühlen Umgebung aufzubewahren. Diese Technik benutzt heutzutage natürlich niemand mehr. Ein Mann namens Jack Conway aus der Gegend von Emlaw in Irland stieß jedoch auf eine 2000 Jahre alte Moorbutter, die etwa 10 Kilogramm wog. Die Butter war etwa 3,6 Meter unter der Erde vergraben. Und das vielleicht Seltsamste daran ist, dass sie wirklich noch essbar war. Eine ziemlich interessante Delikatesse. Er brachte es zu Forschern, die bestätigten, dass es nach all dieser Zeit sehr gut erhalten ist. Experten sagen, dass das Stück Butter ungewöhnlich groß war, was sie zu der Annahme führt, dass es einer der wohlhabenden Familien gehört haben muss oder als Opfergabe für Götter gemacht worden ist. Nummer 3. Yellowjacket-Wanzen werden manchmal wegen der Farbähnlichkeit mit Bienen verwechselt. Aber diese Insekten sind eigentlich Wespen, die dafür bekannt sind, riesige Nester zu bauen, die ziemlich gruselig aussehen. Im amerikanischen Bundesstaat Alabama wurden zum Beispiel einige dieser Nester am Straßenrand oder an Hauswänden von ahnungslosen Bewohnern gefunden. In einigen Fällen krabbeln diese Insekten sogar durch die Wände der Häuser. Die durchschnittlichen Nester sind in etwa vergleichbar mit einem Fußball und können 5000 Wespen beherbergen. Die in Alabama gefundenen sind jedoch 4 bis 5 Mal so groß. In diesen konnten sich Zehntausende von Wespen verstecken. Abgesehen davon, dass es ziemlich beängstigend ist, ein solches Nest zu finden, kann es auch gefährlich sein, weil diese Wespen tatsächlich stechen, wenn sie sich sehr bedroht fühlen. Nummer 2. Dieser 1,2 Meter lange Fußabdruck in einem Berghang in Lothair, nahe der Grenze zu Swasiland in Südafrika, hat Forscher und Touristen gleichermaßen fasziniert. Ist es ein echter Fußabdruck? Haben Riesen wirklich jemals existiert? Oder handelt es sich nur um eine zufällige Schöpfung der Natur? Der Riesenfußabdruck ist in Lothair zu einer Attraktion geworden, zumal die lokale afrikanische Kultur den Touristen Mythen und Legenden über Riesen erzählen soll. Manche Besucher glauben auch, dass das Werfen einer Münze auf die Ferse des Fußes Glück bringt. Als Forscher versuchten zu verstehen, woher der Abdruck stammt, entdeckten sie ihn in Granit. Granit ist ein Eruptivgestein, was bedeutet, dass es aus heißem, geschmolzenem Magma gebildet wird, das abgekühlt ist. Um einen Fußabdruck darin zu machen, muss man mit bloßen Füßen auf dem heißen Magma stehen und es dann abkühlen lassen. Das klingt jetzt natürlich völlig unlogisch, aber das Seltsame daran ist, dass diese Art von Fußabdrücken überall auf der Welt gefunden wurden. Könnte es also doch Riesen gegeben haben? Was meint ihr dazu? Lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Nummer 1. Die alten Assyrer glaubten, dass viele der Krankheiten, an denen die Menschen erkrankten, das Werk von Dämonen und anderen bösen Wesen waren. Eines dieser Leiden war die Epilepsie, von der man glaubte, dass die Menschen, die sie hatten, besessen waren. Nach Ansicht der Assyrer würde ein Dämon dies verursachen. Wissenschaftler glaubten zunächst nicht daran, aber als sie irgendwo im Irak eine 2700 Jahre alte Tontafel ausgruben, änderte sich ihre Meinung ein wenig. Auf der Tontafel waren uralte medizinische Zeichen, aber als man sie später gründlich untersuchte, fand man ein Bild eines Dämons darauf. Die Assyrer hatten also große Angst vor Epilepsie und dachten, dass ein Dämon die Ursache dafür sei. Ob das nun stimmt oder nicht, bleibt offen. Es ist trotzdem ziemlich gruselig, eine solche Tafel zu finden. Oder was meint ihr? Was ist die gruseligste Sache, die du jemals gefunden hast? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.